Auch wenn man es in Häusern nicht mehr ansieht, diese Siedlung war mal Mittelpunkt eines kulturellen Lebens mit Gärtchen und Grillplätzen. Ursprünglich hatte hier im Kölner Stadtteil Weidenpesch eine große Sinti-Familie gewohnt. Eigentümerin der Häuser ist die Stadt. Inzwischen sind aber viele Menschen weggezogen, schweren Herzens. Nur noch 3 Häuser sind bewohnt und das hat einen Grund. Großmutter, Sohn und Enkel gemeinsam am Grill. Familie Borjanski feiert den Geburtstag eines Onkels im engsten Familienkreis. Bei solchen Feiern werden Erinnerungen wach an die Zeiten, als die Siedlung am Ginsterberg in Weidenpesch noch Heimat der Sinti-Großfamilie war. Hier lebten in den 80er Jahren noch bis zu 100 Menschen. Doch die meisten haben die Siedlung verlassen. Denn viele der Häuser sind feucht und vom Schimmel befallen. Schade. Das ist schade, dass unsere Verwandten weggezogen sind. Wir sind jetzt verstreut alle. Ja, hier waren wir alle zusammen, eine Familie alle. Die Stadt Köln hat die Siedlung Mitte der 70er Jahre gebaut für die Kölner Sinti-Großfamilie. Die Häuser sollten Wiedergutmachung sein für die Deportation und den Mord an den Sinti während der NS-Diktatur. Doch schon nach wenigen Jahren stellte sich heraus, die Häuser sind nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit aus dem Boden abgedichtet. Folge: feuchte Wände. Familie Borjanski ist trotzdem geblieben und kämpft gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Verfall. 3 Generationen unter einem Dach, so wie es bei Sinti Tradition ist. Nur noch 3 der 15 Häuser sind in der Siedlung bewohnt. Die Häuser lassen sich nur mit einem Kohleofen beheizen. Die Kohle ist alles kalt hier, auch im Sommer ist hier auch kalt. Wir brauchen viel Geld für die Kohle. Und renovieren tun wir uns immer selber. Deswegen ist das Haus auch so. Die Stadt macht nichts mehr, müssen wir alles selber machen. Da, wo nicht richtig geheizt ist, nicht genügend Wärme ist, da kommt der Schimmel. Ja, meist im Badezimmer ist da Schimmel. Es wird halt von uns gemacht, aber es ist trotzdem Schimmel. Immer wieder kommt das. Und das macht die Leute krank. Ja, deswegen sind die ganzen Leute ja weggezogen. Das war ja der Grund. Josef Schneeberger ist hier aufgewachsen. Mein Großvater, meine Großmutter, mein Onkel hat hier gewohnt. Für uns, es war so schön damals gewesen. Das war so ein schöner Zusammenhalt. Schade, sagt er, dass auch seine Familie wegen der Feuchtigkeit wegzog. Ach, es gab nichts Schöneres. Und vor allen Dingen war wichtig für uns immer, unsere Kultur, Tradition weiterzugeben. Und das haben uns unsere Menschen immer weitergegeben. Das fehlt einfach, das fehlt einfach. Die Stadt hat jetzt angekündigt, die 15 Häuser abreißen zu lassen. Es sollen stattdessen neue gebaut werden. Hier soll künftig Platz für 60 bis 70 Bewohner sein. Die Sinti sollen bei der Vergabe der Wohnungen berücksichtigt werden. Über diese Pläne hat allerdings bisher niemand mit ihnen gesprochen. In all den Jahren wurde immer wieder uns zugesagt, es wird neu saniert, es kommen neue Heizungen rein, es wird Warmwasser gemacht. Und aber wie gesagt, halt in all den ganzen Jahren wird immer gesprochen. Bis jetzt hat man nichts getan. Vielleicht gibt es aber jetzt endlich Hoffnung für neues Leben in der Siedlung am Ginsterberg. Vielleicht.